Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute mal wieder eine Zuschauerfrage, die wir abarbeiten müssen. Definitiv. Ich hatte erst andere Themen, die ich noch bringen wollte, aber das ziehe ich jetzt vor, weil ich das echt selber auch wichtig finde, weil ich da selber nicht weiter weiß. Ja, hallo Saskia, danke für deine Anfrage und für das Kommentar. Ja, kann dir da keine richtige Antwort geben. Also ich kann auch nur sagen, wenn du jetzt zum Beispiel du nimmst Schokoschaben als Beispiel. A, stinken die. Selbst so eine verfickte kleine Heimchenbox, die stinkt bis zum Himmel. Ja, sehen eklig aus. Gerade für Frauen ist das, glaube ich, echt der Horror. Denn, ja, wenn sie mal ausbrechen, braucht ihr den Kammerjäger und den ganzen Scheiß. Ja, gut. Mehlwürmer habe ich auch schon ausprobiert. Stinken auch richtig erbärmlich. Ich hatte echt nur eine Heimchenbox mit Mehlwürmer bestellt. Und der ganze Karton, also die ganze Umverpackung, der braune Karton, wo der Aufkleber von DHL drauf ist, da hat es schon draus gestunken. Der ganze DHL-Wagen hat wahrscheinlich gestunken. Das ist so widerlich. Denn wie verfüttert ihr die? Lebend? Und dann heulen die ein wiederum, Tierquälerei. So über Brühen, ja, auch anscheinend Tierquälerei oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Dann hatte ich irgendwelche Rosenkäferlarven. Ja, die haben meine Nicobarensis damals, viel mehr Kolonien hatte ich damals noch nicht. Haben sie ganz gut angenommen. Aber boah, das sind auch echt fette, eklige Dinger, also auf jeden Fall nichts für Frauen. Also falls ihr da eine Alternative habt, bitte, bitte schreibt sie in die Kommentare. Ich bin mittlerweile halt so, dass ich diese Fertig-Jellies von My Ants nutze. Da sollen Schokoschaben mit drin sein. Ja, wird angenommen, aber richtige Insekten werden natürlich lieber angenommen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie wieder so eine eklige Spinne in der Ecke finde, meine Frau rumschreit, ah, mach sie tot. Und ich mir denke, yeah, Ameisen haben wieder Futter. Das ist einfach, kann man nicht vergleichen, ne? Die stürzen sich da quasi förmlich drauf und zerreißen das Viech. Während sie bei den Jellies erstmal sich rantasten und ganz vorsichtig gucken und ja, letzten Endes essen sie es. Muss jeder selber wissen, ob er das mal ausprobiert oder nicht. Ihr könnt eure Ameisen damit auf jeden Fall dauerhaft ernähren. Und dann ein bisschen Obst noch mal reinpacken, mal eine Banane. Oder mal einen Apfel, oder wie auch immer. Ne? Das, was ihr gerade da habt, mal eine Traube. Trauben sind auch mal sehr begehrt. Ja, wir können ja sonst mal eine Abstimmung auf meiner Facebook-Seite machen. Dann kriegt ihr gleich mal mehr Zulauf. Könnt ihr gleich mal ein Like da lassen. Und dann kann man ja mal sehen, ja, wie sich die Geister da scheiden werden. Ne? Also ich würde sagen, schon fast 50-50. Kommt noch drauf an, wie viele Frauen bei der Umfrage mitmachen. ja, Futtertiere, ja oder nein? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Die Umfrage werden wir starten. Link packe ich unter das Video. Und ja, ansonsten, ja, sehen wir uns demnächst. Peace.